Alles neu macht der Mai. Das gilt auch für RTF1. Denn das ist das letzte Mal, dass Sie mich vor diesem Hintergrund sehen. Ab morgen Dienstag, den 24. Mai, stellen wir um auf unser neues Sendedesign. Sehen Sie jetzt schon mal eine kleine Kostprobe. Mit diesem Intro oder auch Opener werden ab Dienstag unsere Nachrichten jeden Abend eingeleitet. Und nicht nur das, auch Wetter, Veranstaltungstipps und unsere Themensendungen wie Wirtschaft Neckaralb haben ein komplettes Facelifting verpasst bekommen. Neue Intros, neue Moderationshintergründe, in der Fachsprache Hintersetzer genannt, neue Texteinblendungen oder wie wir sagen Bauchbinden. Stefan Klaner, Geschäftsführer von Klaner Medien, dem Unternehmen hinter der Marke RTF1, reagiert damit auf die geänderten Sehgewohnheiten der Zuschauer. Ja, wir sind jetzt schon seit einigen Jahren mit dem bisherigen Design von RTF1, das jeder kennt, auf Sendung. Und deshalb war es jetzt Zeit, ein neues Design, ein zeitgemäßes Design zu entwickeln. Und da haben unsere Abteilungen hier im Haus sich ganz intensiv damit beschäftigt und einige Zeit auch daran gearbeitet. Und ich denke, es ist sehr gut geworden. Ich freue mich drauf und hoffentlich die Zuschauer auch. Natürlich soll sich mit dem Sendedesign eines nicht ändern: die bewährte, aktuelle und informative regionale Berichterstattung. Doch inhaltlich wie optisch werden die RTF1-Zuschauer die Region auch aus so manch ungewohnter Perspektive zu sehen bekommen. Unsere Intros und Trailer sollen die Region in all ihrer Schönheit präsentieren. Unermüdlich haben unsere Techniker am neuen Design gearbeitet. Jetzt sind sie dabei, an den letzten Details zu feilen. Das Ergebnis ist dann ab morgen auf RTF1 zu sehen.